Montagabend ist die erste Tagesschau der Woche. Freut mich, dass Sie heute dabei sind. Eine außergewöhnliche Persönlichkeit bei mir. Unternehmer, Lebemann, Olympiasieger, Filmstar. Gibt nur einen, der das irgendwie kann alles abbilden kann. Das ist der Hausi Lüttenegger. Danke, dass du gekommen bist, Hausi. Wer bist du? Ich bin gerne gekommen, bei der Hausi Lüttenegger. Ja. Wir haben Jubiläum heute. Wir haben vor 25 Jahren die erste Sendung gemacht. Ehrlich? Ja, ich kann daran denken. Ich bin gerne. Ja. Gut, und wer bist du? Die Frage ist ja, gut, es gibt mir viel zu sagen. Ich bin zum Alter, ohne dass ich immer sage, das weiß man. Ich bin 73 Jahre alt, ich habe eine große Firma. Und ich bin in Genf daheim und in Freienbach, Schweiz. Und ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich wohne in den Kanarischen Inseln, bin gerne in der Sonne. Gut, also, aber du hast ja gesagt, du hast eine Tellerwäscher-Karriere gemacht. Was braucht es für das? Was ist das Wichtigste? Es braucht Wille. Es braucht auch. Zum Sagen, man kann's. Ich habe immer gesagt, man kann's. Mhm. Man muss natürlich heute das so anschauen. Zu meiner Zeit war es einfacher. Heute ist es nicht mehr so einfach. Nein. Die Jungen können, das könntest du nicht mehr machen, was du damals gemacht hast. Ich glaube nicht. Als ich angefangen habe, Geschäft, ist das Geld auf der Straße gelegen. Man muss es aufnehmen. Aber es ist natürlich so, es braucht eine Ehrlichkeit und es braucht auch ein Selbstvertrauen. Und man sagt immer, es geht. Gut. Darf die Hinterste gehen. Du hast einen Plan gehabt. Zuerst wolltest du reich werden und dann berühmt, oder? Das war so ein Ablauf. Dort, wo ich herkomme, bin ich bei einem kleinen Ort aufgewachsen, bin ich ein Kind. Und natürlich, der Sport war für mich natürlich enorm wichtig. Ich war ein grosser Sportler. Ich war Nationalturner, einer der besten in der Schweiz. Berühmt bei Lieden werden. Aber der Sport hat mir natürlich unheimlich viel gegeben. Und reich träumt man immer von Geld. Wenn man von 8 Kindern hat, träumt man immer von Geld. Aber ich wollte beides werden. Genau. Also, zuerst bist du reich geworden und dann wolltest du berühmt werden. Und zwar zuerst im Sport. Wir haben hier Bilder, sind nicht ganz HD. 1972 Olympia in Sapporo, Jean-Vicky. Du warst eben hinten als Bremser, hast Kraft gebraucht. Aber da hat es ja viele gegeben in der Schweiz. Warum hat Jean-Vicky gerade auf dich gesetzt? Da hat es ja Hunderte oder Tausende gegeben in der Schweiz, die das hätten können machen. Der Jean-Vicky war mein Vorbild im Leben. Und als Jean-Vicky zu mir gesagt hat, Hans, ich will dich um Papa haben, ist das mein grösster Stolz gewesen. Mhm. Ist Dedi Hubacher dabei gewesen, der Werner Gammichel, Gammichel gestorben. Aber der Jean-Vicky war eine Ausnahmeerscheinung. Aber ich rede jetzt von dir. Warum bist du auf dich gekommen? Du hast ja einen speziellen Charme gehabt. Hast du noch etwas anderes können bieten? Außer deinem Charme? Nein. Und deinen Muskeln? Ich war ein Riesenathlet gewesen. Der Frankie Baumann sagt, du bist ein Wunderathlet. Ich bin Nationalturner. Frankie Baumann, er sagt immer, du bist ein Wunderathlet. Ja, gross, Frankie Baumann. Was soll jetzt das bedeuten? Also, nein, es ist ja so. Ich bin Nationalturner und ich bin nicht vergessen, ich bin zum Jean-Vicky erst im letzten Moment gekommen. Ich bin 13 Mal umgekehrt mit allen Piloten, mit Hans Gandria, mit dem Fritz Lüdi, Klein-Peter, mit dem Hans-Rudi Müller. Ich bin mit allen umgekehrt und die Jean ist zu mir und hat gesagt, Hans, ich will Olympiasieger werden, ich brauche dich. Und das war für mich ein Engelsgesang. Genau. Und du warst also eben Sportler und bist auch Sportler geblieben. Und das sieht man heute noch. Du zeigst dich also schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter. Also man sieht, hast immer noch eine gute Figur. Du musst dich jetzt stärken. Du hast jetzt irgendeine sportliche Höchstleistung vor dir. Und du musst dich da dafür richtig vorbereiten. Und da frage ich mich auch noch mit der knappen Hösli. Bis in welchem Alter kann man das jetzt noch machen vor den Fernsehkameras? Also daheim kann man es machen. Man kann nackt rumlaufen. Die Kanarischen laufen nackt rum. Ja. Aber da bin ich eingehackt. Aber du hast ein bisschen recht. Es war ein bisschen unpassend. Aber es kam der Moment, als ich einen Appenzeller getrunken habe. Und es war einfach die Gelegenheit. Aber ich habe erst nachher gesehen, dass ich trotzdem mal die Mutes anlegen muss. Das ist ganz klar. Also, da habe ich einen Fehler gemacht. Football, wieso? Das ist doch Hausi, wie er lebt und lebt, oder? Nein, also, ich fahre ja Velo. Ich bin Sportler immer geblieben. Aber das passt. Also, der Appenzeller passt dazu, aber das nicht. Gut, also gut. Da bist du dann zum Film gekommen. Wer hat eigentlich herausgefunden, dass du da Talent hast zum Schauspieler? Ich würde eins sagen. Ich habe alles. Als Geschäftsmann müsste viel lernen. Aber als Schauspieler bin ich von Haus auf. Ja, und aber wer hat das herausgefunden? Der Dietrich. Ja, der Dietrich den habe ich gut gekannt. Das war ein Filmproduzent, der immer zu wenig Geld hatte. Er hat kein Geld gebraucht. Was? Er hat mit der Wildgänse-Serie einen Haufen Geld verdient. Ja. Der Dietrich ist ganz im Filmbusiness ist er in Europa der Beste gewesen. Und er hat mich gesehen ein paar Mal. Nein, der Dietrich ist ganz, hat nicht zu wenig Geld gehabt. Früher vielleicht, aber zu minderer Zeit. Für jeden Film, für jede neue Produktion braucht es Geld. Und es hat mal einer gesagt, du sagst, der bestbezahlende Schauspieler in Europa gewesen. Ich darf etwas sagen. Ja.
ich habe im Film viel Geld verdient. Aber ich habe einmal im Film Geld verloren. Mit dem Klassentreffen. Ich habe 100.000 Franken gesponsert im Klassentreffen. Ich meine, ich habe 200.000 Euro beim Fortmann gehabt. Dietrich hat nie Geld gebraucht. Der Dietrich ist ein Mann, der sehr Millionär, der Millionen verdient hat. Und der Dietrich hat die ganze Welt kennt. Und seine Filme, wie die Gänseserie, laufen heute noch überall. Ich bin allen spanischen Fernsehen immer noch. Ja, schauen wir es doch mal an. Es ist zwar, glaube ich, nicht ganz deine Stimme, hat es, glaube ich, immer synchronisiert. Seht euch mal Ihre Hände an. Gut, dann gehen wir langsam los. Meine Leute wissen bereits, wo das Haus ist. Aber ja, natürlich. Sie dürfen mir glauben, dass ich niemand töte, wenn es nicht sein. Wo ist denn das wieder hergekommen? Wo haben wir das? Nein, Commander Leopard. Ich bin auch Kommissar. Eben, bist du der Hause. Da frage ich mich. Also, du hast ja nicht nur Charme verteilt, sondern auch Rolex-Uhren und so. Das hat natürlich auch ein bisschen geholfen. Ist okay. Du bist ja ein grosszügiger Mensch. Philippinen, Filme. Der Kinski hatte ich im Griff. Du hast ihn im Griff gehabt? Ich habe im Griff gehabt, als Einziger. Bei 46 Grad. Kein Schweizer Schauspieler hat das ausgehalten. Wie der Hans Hans Schwenker vielleicht. Aber alle anderen hätten. Nein, also ich habe Kommando Leopard gedreht, ich habe Commander gedreht, ich habe mit Amerikanern gedreht, ich habe mit Donald Zetterlein gedreht, ich habe mit allen Weltstaren gedreht. Aber in den Philippinen war es grausam her. Das hast du aber trotzdem gemacht, weil du das Gefühl gehabt, ich werde ein Weltstar. Ja, ich will ein Weltstar werden. Ja, genau. Der Traum ist immer von einem Weltstar. Genau. Jeder. Und du bist es knapp nicht geworden. Du hast es sogar gesagt, du wärst der nächste James Bond geworden. Ich bin es fast geworden. Du hast sicher James Bond, wenn du richtig Englisch hast können. Weil ich perfekt Englisch geredet hätte. Ja. Aber ich habe die beste Englischlehrerin bei mir im Film. Die hat mir es gut erklärt. Ja. Nein. Hat der Pierre Brosnan noch so Glück gehabt? Er hat Pech gehabt. Wieso? Hat er mich genommen, dann wäre es besser gelaufen. Nein. Aber meinst du das wirklich? Meinst du das wirklich ernst, dass du James Bond geworden bist? Nein, ich muss daran denken. Für James Bond braucht einen englisch sprechenden Schauspieler. Ja. Das ist ganz klar. Genau. Wenn du Doktor werden willst wie du, dann musst du auch von Haus auf gescheit sein. Nicht ich gescheit im Alter werden, wenn ich geworden bin. Nein, ist es so. Ja, aber wieso hast du gesagt, du wärst ganz klar der James Bond geworden? Ja, weil ich auf der Liste war. Sie haben gesagt, der Verrückte in Europa ist Olympiasieger, ist ein Turner gewesen, ein guter, wenn man gesehen sieht noch geil, sieht noch gut aus. Nein, es hat alles gestimmt, aber es hat nicht gelangt. Ich habe gesagt, ich habe geredet in St. Gallen vor zwei Wochen vor 1400 Leuten gesagt, es hat nicht ganz gelangen. Nein, das wäre zu wenig gewesen. Aber dich hat mich ja synchronisieren, nicht nur auf Englisch, sondern auf Deutsch. Nein, das ist vertiefte Sprache. Was? Nein, nein. Eben vertiefte. Die Sprache wird vertieft. Ja, was heißt? Und jede Sprache in den englischen Filmen, da gibt es extra Studio, wo synchronisieren tun. Das ist ihre Arbeit. Aber mich wollte synchronisieren. Muss ich mich synchronisieren heute Abend? Nein, oh nein. Machen aber Die Filme ist ja keine Schande. Die Filme werden alle mit den Sprachen in 20 Sprachen synchronisiert. Ja. Aber macht nichts. Gut, also du hast ja dann vor allem eben eine berufliche Karriere gemacht. Und zwar Personalvermittlung. Hast dann gleichzeitig aber auch noch eben Liegenschaften gemacht. Aber was hast du schlussendlich mehr Geld verdient? Also, ich muss das so sagen. Meine Firma ist keine Personalvermietung, wir sind eine Montagefirma. Der Urs Vögele führt heute die Firma, ist CEO in der Firma. Wir sind, er ist oberster Militär. Wir sind heute das Generalunternehmen. Ich habe einfach Glück gehabt. Aber du tust ganze Ägypten tust du vermieten? Weltweit. Ich habe im Saddam geschafft. Im Saddam habe ich geschafft. Ehrlich? Nein, ja, bist du stolz drauf? Ja. Wieso? Er hat bezahlt. Er hat dich bezahlt? Okay. Also du schaffst für jeden, der dich zahlt? Ja, ist klar. Ich meine, in dieser Zeit, in den 90er Jahren, bin ich froh gewesen, wenn es eine Krise war, im Ausland, in der Schweiz, bin ich ins Ausland mit den Leuten. Ich habe immer Arbeit gehabt. Aber meine Firma ist heute, wir haben am Anfang Leute vermietet, ganze Gruppen, weltweit. Ja. Aber das Geld ist verdient worden mit der Montagefirma und dann, mit dem ich den Häuser kaufen konnte, ich habe Immobilien gekauft, einen Haufen in Genfersee. Und plötzlich sind die explodiert. Einmal sind sie runter und dann bin ich... Aber mit was hast du jetzt schlussendlich mehr Geld verdient? Gut, man sagt ja, die Bilanz redet von 200-300 Millionen, die ich kriege. Ich hatte aber nie gezählt. Doch, du zählst es immer auf den Fünfer. Nein. Doch, das hat der Vinzenz von der Reifwiese gesagt. Ja, der ist ein Freund von mir. Eben, genau. Ich bin der grösste Kumpel von denen. Genau. Nein, mit 30 bin ich Millionär gewesen. Ja. Mit 40 Multimillionär. Und mit 50 konnte ich immer zählen, mit wegen. Genau. Nein, du hast gesagt, mit 50 wurde mir schlecht, wenn ich das viele Geld auf meinem Konto sah. Ist dir einmal irgendwie das ein bisschen komisch vorgekommen? Hast du ein bisschen Schuldgefühl gehabt? Weil deine Firma heute hat 100 Millionen Umsatz, oder? Ja. 70 Millionen
habe ich gesehen, sind Lohnkosten. Bleiben noch 30 Millionen. Ein bisschen Bürokosten und der Rest für den Hause. Wir haben etwa 70 Büroleute. Und meine Leute, meine Kaderleute, sind alle jahrelang bei mir gewesen. Jahrelang. Alle dürfen bei mir 45. Ja. Ich bin immer... keine Aktien bekommen. Ja, Aktien gibt es viele. Das sind meine Aktien, aber es gibt auch 100. Wir haben auch viele Aktien gehabt. Was? Ich habe 100% von den Aktien? Ja, du bist keine einzige. Nein. Falsch an. Ich habe die. Es ist ja Aktien. Auf dem habe ich gerne nichts. Ich habe die Leute gut bezahlt. Ja. Und ich habe auch sehr viel geholfen, den Leuten, die mir geschafft haben. Das sind alle meine alten Freunde, die dabei sind. Ja. Und ich habe sie alle schaffen bis 65. Mhm. Und ich habe Mengen gut geschaut. Das glaube ich. Und du bist auch ein grosszügiger Mensch. Und du sagst eben, du gibst lieber den Freunden etwas als einer anonymen Organisation, einer Hilfsorganisation. Der kommt auch nicht zurück. Aber bei den Freunden holt man sich, was holt man sich? Zuneigung, Liebe, Loyalität etc. Ist ja klar. Das ist ja so. Ich habe jeden Tag haben wir in der Firma, ich bin nicht viel rum, 20, 30 Briefe. Es gibt auch, man gibt Geld, wo man Geld weiß, wo es geht. Aber ich habe Haufen Leute um mich herum, die Probleme hatten im Leben. Freunde von früher, die zu mir gekommen sind, wo ich auch immer bin. Lieber so am 10'000 Franken geben und der sagt mir dann noch 10 Jahre später Danke. Genau. Also an einem Roten Kreuz, wo niemand irgendwie etwas... Zähle ich auch immer etwas ein. Gut. Ich teile es mir Sponsor. Das, ja, das ist meine Aber nochmal, jetzt wollen wir einfach mal das Geschäftsmodell verstehen. Wenn einer, sagen mal, 30 Franken verdient von deiner Monteurstunde, wie viel kostet das der Auftraggeber? Also was ist deine Marge dazwischen? Ich muss es ehrlich sagen, ich weiß es gerne. Nein! Hausi! Wenn du sagst ehrlich, dann heisst nein, also, ich, jetzt mal, hast du gerade ein bisschen meine Firma, wird geführt. Ich würde jetzt einfach etwas anderes sagen. Ja. Vor in den 80er Jahren haben wir so viel Geld verdient, dass wir fast erschrocken sind, die haben mit Treuhändler. Mhm. Aber jetzt ist natürlich alles millimetergenau, ist heute alles eingeteilt. Wenn wir heute ein Jahr mit 1100 Leuten Benefits haben, haben wir alle Freude. Es ist nicht mehr gleich wie früher. Es hat alles geändert, gut. Auch bei uns. Also gut. Und die 200 bis 300 Millionen sind okay. So eine ähnliche Karriere, eben hast du gesagt, könnte man heute nicht mehr machen, von null auf. Es ist nicht mehr möglich, nein. Okay. Es hat natürlich auch, früher war es einfach, eine Firma zu führen. Mhm. Ich war bei allen Badoux, Sally Hausi, Sally Max, Sally Fritz. Heute, der Urs Vögel, und ich sehe die Papiere, mein Jean-Claude, mein Sohn, was für Papiere die Leute haben, alle, die mir Direktoren sind, die Bianchi, alle, wie sie heißen, da hat so ein Papier, heute kommt kein Mensch mehr draus. Ich könnte die Firma heute, ehrlich gesagt, nicht mehr führen. Ich will heute nicht mehr in diesem System dabei. Heute ist es alles viel schwieriger geworden. Genau, aber hast du dich auch mit neuen Technologien auseinandergesetzt? Zum Beispiel computermäßig, kommst du da drauf? Ich will das gerne nicht mehr können. Nein? Nein, ich kann nicht. Ich kann mein Handy bedienen, das lange mehr. Ja. Wenn ich durch die Anlagen durchlaufe, am Genfersee, in dem Bürogebäude, die jüngste Sekretärin sagt, Leute, nicht gerade, Sie das Internet hineinschauen. Ja. Schaue ich gerne rein. Ja. Kannst du auch keine Mail schicken? Nein, mache ich nicht. Nein. Ich habe große Hände dazu, das geht nicht. Nein, aber es ist nicht, das nicht komisch? An welchem Punkt? Ich meine, das hat man vor 30 Jahren hat man angefangen mit dem. Dort bist du ja noch eigentlich Pusper gewesen. Wieso hast du dich dort entschieden? Ich will das gar nicht mehr wissen. Ich habe mich geweigert. Ich habe jahrelang hat mein Emporium, mein Direktor gesagt, Hausi, das ist nur Spielerzeug. Mhm. Der Martin, alle, die mir geschafft haben, Markus Zitz, haben gesagt, Hausi, wird nur gespielt im Büro. Ich habe mich geweigert, weil ich habe nicht viel Talent vom Herrgott bekommen, aber ein riesiges Gedächtnis. Und ich hatte Zahlen im Kopf. Und ich konnte das immer lernen. Und jetzt hast du sie heute einfach gerade vergessen? Nein, weil ich bin ehrlich. Wir haben nicht mehr den Gewinn, das ist vorbei. Ja gut, nicht mehr den. Also vielleicht, wie viel ist denn das Mal gewesen? 10 Millionen im Jahr? Wir haben sicher 50 Millionen rein verdient und 3 Millionen haben wir verschenkt zwischen denen. Ja. Okay. Aber es war einfach totsmal so, das Geld ist einfach, es ist gekommen. Die Kunden haben wollen, dass ich reich werde. Ich habe mit grossen, sie haben wollen. Sie haben einfach du hast etwas entdeckt und du hast auch entdeckt, dass man da seinen Namen muss gross anmachen muss. In Genf. Ja, was ist eine Nacht? Wenn man am Genfer ist, steht der Name Hans Leutenegger. Ja, ganz Genf. Ja, Freude, ich habe Freude. 50 Jahre schon. Wo Krisen noch kamen, sind Krisen. Wo alle haben das Licht einfach sparen. Dann habe ich Reklame gemacht. Mein Name war ganz Genf beleuchtet. Und ich habe immer gesagt, dort, weil ich in vielen Ausgängen war, und gesagt, die Barmeiden, wenn ich nicht da bin, brennt das Licht nicht. Aber nicht immer brennt. Du hast nicht immer bei. Du sagst, deine beiden politischen Helden in der Schweiz sind der Toni Brunner und der Christoph Blocher. Ja, und auch der Uli Mauer gefällt mir auch. Das sind meine Helden für mich, ja. Weil der
Herr Blocher, muss ich, auch, ich kenne ihn ja nicht persönlich, er ist gleich alt wie ich. Wir sind gleich alt. Ich habe gestern mit Samstag auf dem Fernseher gesehen. Das ist einfach, ich habe wieder einfach, ich tue die Politik nicht mehr verfolgen, weil ich, wo er einfach abgewählt worden hat, gesagt, es ist gelaufen für mich. Aha. Ich bin wirklich ein ich tue seine Politik von Ueli Maurer und der Brunner sowieso. Der Brunner mag ich sehr, der Mensch kann mir toll mit dem. Nein, der Blocher hat viel recht gehabt. Nicht immer recht gehabt. Und jetzt tut er mir leid. Aha. Wenn man älter ist wie ich, dann muss man langsam aber sicher sagen, hallo, adios amigos. Genau. Jetzt wunderschön gehabt. Ich ging redet aufgekommen. Ja. Ich habe Schindlerberg normalerweise in Wellenwerb, genau. Heinz Taufer mit dem Maxburg Golf spielen. Er hat gesagt, ich komme nur, weil ich versprochen habe, ich komme. Du musst mich immer 3-4 Mal, du hast mich. Ich komme nicht mehr das erste Mal. Einer sagt, Haus, ich komme weg, das ist ja Winzki, ich telefoniere Kunden gerade. Ich komme gern zu dir, das weißt du. Aber wir sind bei einem anderen Thema. Du hast eigentlich viel von Ausländern gelebt, oder, in deiner Firma? Wir haben natürlich früher, ist ja so, früher ganz nicht, wir haben einen Schweizer gehabt. Ich habe alle meine Schweizer Kollegen von meiner Heimat, von Bichelsee, ja, von Balterswil. Aber ich rede von der Arbeit. Die 90% Schweizer gewesen. Ja. Die jungen Leute, die jungen Schweizer, die habe ich ins Weg geführt als Monteur. Wie ist es heute? Heute ist etwa, sagen wir mal, wir haben ja 2 Firmen in Deutschland, wir haben etwa 70% Schweizer und 30% Ausländer. Gut. Und jetzt haben wir ja Abstimmung gehabt, 1 zu 12. Wie viel mal mehr verdienst du als der Tiefste in deiner Firma? 1 zu wie viel? Ich habe das alles mitbekommen. Ich muss die Folge ranken. Ja. Aber schauen Sie mal. Da müsst ihr mich immer fragen, da ist der Urs Vögeli zuständig. Weil, schauen Sie mal, ich darf etwas sagen. Er sagt mir zum Beispiel, vor einer Woche, wir kommen heim, wenn du ein Haus hast, Dividenden zu gut. Da habe ich gesagt, wie viele Millionen? Gesagt, behaltet das. Ich habe keinen Lohn mehr für die Firma. Behaltet das? Ich habe gesagt, für die Firma. Ach, gut. Ich brauche sie nicht mehr. Ja gut, aber da die Firma gehört, behaltest du es ja gleich. Bist du jetzt für Personenfreizügigkeit oder für Masseneinwanderungsinitiative? Ich würde gerne äußern. Das haben ja alle Frauen immer halt. Ja, wieso? Jahre. Das ist doch eine wichtige Frage. Von der stimmen wir doch. Kannst du denn überhaupt noch abstimmen? Nein. Nicht? Nein, nein. Wieso denn? Ich bin ja nicht mehr in der Schweiz. Ich ja, aber du, als Auslandschweizer könntest du auch noch. Nein, gar nicht. Wieso nicht? Nein. Ja, aber das ich bin mal bei mit 73. Wieso denn? Nein, ich will. Erstens habe ich gerne keine Zeit. Und zweitens. Was? Nein. Nein, ich bin, du hast keine Zeit. Nein, nein. Zwischen dem Golfspielen und dem Baden hast du keine Zeit. Ich habe Steuern gezahlt. Millionenbeträge. Ja, hoffentlich. Und ich habe meine Sachen gemacht, mich ja gegenüber. Ich bin mit 250 Franken auf Genf gekommen. Mhm. Ich habe meine Sachen erledigt. Ja. Ich tue Politik noch folgen im Rand. Mhm. Oder wenn ich wieder gelesen habe, heute Morgen, dieser macht den Maurer durcheinander im Blick, dann habe ich mir gesagt, nein, ich stritte rein, das passt mir so nicht. Du hast ja gesagt, die Welt sei voll nieder und nieder sei vor allem immer im Thurgau gewesen. Ja, was hast du erlebt? Ich muss so sagen, der Ostschweizer neigt zum Nied. In Genf habe ich nie, auch im Ausland, bei den Filmreihen, nie kennengelernt. Weil ich muss, hätte so ein paar Schauspieler, meine Schauspieler in Zürich oben, die den Tümer reden wie mich, die nie eine rechte Klasse, was geheißen, Schrank, Katze, die eben die Sache verstreuen. Nein, den Neid habe ich nur gelernt kennen in Zürich und in Auschwitz. Mhm. In welchen nie. Obwohl ich nie perfekt Französisch geredet habe, haben mich die Welschen unheimlich geliebt und mögen. Warum hast denn du gesagt, du willst, dass dein Sohn eine Deutschschweizerin heiratet? Ich wäre froh, er ist jetzt 42. Ich wäre froh, wenn er eine Deutschschweizerin heiratet. Nicht aber sagen. In Genf hat das sehr schwer, weil jeder weiß, es ist der Jung vom Alten. Ah ja, er ist jetzt ein Verwaltungsratspräsident. Also richtig geschafft hat er nicht in dem Alter. Er ist ein ganz netter CEO. Ein ganz Geschulter. Ja. Ich kann alle Sprachen perfekt. Ja. Von Englisch, Spanisch, alles redet er. Nein, aber in einem Bereich hat er bis jetzt noch nicht geliefert. Und das ist ja dein grosser Punkt. Ja, das bekomme ich. Gerne mal. Mein Junior mal endlich heiraten. Ja. Die Freundinnen wechseln. Ja. Wenn ich mal bekomme, wollte Großvater noch werden auf dieser Welt, dann weiß ich auch, für wer ich alles gemacht habe. Eben, und wenn er das nicht macht, dann weiß ich es nicht. Ich habe Golf gespielt letzte Woche mit ihm. Er sagt mir jedes Jahr, jetzt passiert es. Dann hat eine Freundin 5-7 Jahre lang, eine ganz nette. Und ich habe gedacht, er heiratet sie. Hat er gesagt, nein, ich heirate sie nicht. Er hat das Handy ablesen. Aha. Und ich sage, schon gelohnt. Ja, wieso? Nein, das Handy ablesen. Dann hat er gelernt, wahrscheinlich von anderen. Ich bin natürlich, nein, ich bin vermutlich auch ein schlechtes Beispiel gewesen. Wieso? Ja, ich bin auch nie ganz brav gewesen. Nein, was hast du denn gemacht? Ja gut, ich meine, wir haben um die Welt herumgeflogen.
Er war auch viel dabei, hat er auch gesehen, was losgegangen ist. Kannst du ihm erzählen, was? Ich will ihm erzählen, er ist ein alter Kranker, aber der hat er jeden Gewicht. Er hat natürlich auch wunderschöne Zeit verbracht. Mit wunderschönen Frauen? Auch, das habe ich auch gehabt. Es war einfach so. Aber du bist ja Katholik, du hast ja irgendwie moralische Kriterien. Hast du denn das Gefühl gehabt, du machst da Sünde? Jeder, der das macht, sündigt. Mhm. Und ich tue heute jeden bestaunen, der nicht fremd geht. Mhm. Ich war leider Fremdgänger. Mhm. Man tut ja heiraten, ganz jung. Ja. Wir haben früher mal jung heiraten. Und dann kommt die große Welt. Dann fliegst du auf Rio de Janeiro. Sie, der sagt, hallo, Herr Leutnant, schöne Flügerinnen. Wo gehen Sie alle heute Abend? Nein, es ist auch uns sehr leicht gemacht worden. Du bist auch ein pathologischer Fremdgänger? Nein. Ja, nicht. Aber, aber es hat, man hat sich daran gewöhnt. Ich glaube, ich war einer, was dazu gehört. Wir haben ja so viele Hindrücke in der Schweiz. Ja. Ich könnte dem Mann 10 Geschichten erzählen für ganz brave Leute in der Schweiz. Brave Leute. Aber das mache ich ja nicht. Gut. Aber du hast jetzt ja noch mal geheiratet. Und jetzt fragt man sich, ist alles anders? Schauen wir doch noch mal an, wie das aussehen hat. Paulie, mein Kollege, mein bester Freund. Ich liebe sie. Ich liebe die Anita über alles. Wir hören jetzt gerade, was du sagst. Ich bin natürlich sehr happy, ich habe eine ganz gute Frau gehabt und ich wäre ihr auch, ich habe sie auch sehr gern. Und ich bin froh, dass ich so eine Frau gefunden habe. No, sei es. Ja, in meinem Alter. No. Ich will jeder. 15 Jahre jünger. Ja, ja, nicht jünger sein als 15 Jahre jünger. Und sie ist genau 15 Jahre jünger. Ja, ich habe sie. Ja, nein, ich bin froh, mich genommen. Ja. Ich bin älterer Herr. Also, sie ist ja schon eine Frau. Also, nein. Hast du einen Ehevertrag gemacht? Es ist normal, ich habe einen Ehevertrag gemacht, das ist ganz klar. Das ist eine normale Geschichte. Aber sie hat ausgesagt. Okay. Aber du hast gesagt, du willst nicht allein im Stöckli sein. Ist das die Angst, dass man im Alter allein ist, die dich ein dazu gebracht hat, jetzt noch mal zu heiraten? Mich kennt niemand ganz genau. Mhm. Ich bin für mich sehr ein spezieller Mensch. Erzähl mal. Ich habe mal Angst im Lift hinein. Mhm. Platzangst. Ich habe schwere Unfälle überlebt im Militär. Wie privat. Und ich bin ein Mensch, der mir jemanden begleitet. Ich habe meine Frau gestorben, ich begleite den Tod. Und ich war froh, dass jemand da war. Ich möchte, oder, wenn man 73 ist, wie ich, ist jedes Jahr geschenkt. Mhm. Und ich möchte nicht alleine, ich gehe meine Schwiegermutter besuchen ins Altersheim. Ich bin jetzt 94. Wenn du die Leute siehst, ich bin schon froh, wenn jemand dumm ist. Nein, ich bin natürlich ganz anders, als was die Leute denken. Im Inneren bin ich ganz einfach geblieben. Ist ein bisschen, was soll ich sagen, fast schon hier und da ein bisschen eben einfach und ein bisschen melancholisch hier und da. Weil das ist doch das Bild, das vom Hause hat. Lebemann, seit 50 Jahren, das ist der Hause, etc. Aber das ist doch nur das eine Bild vom Hause, oder? Im Inneren bin ich sehr viel depressiv. Was? Depressiv ein bisschen. Mhm. November, für mich, Trauermonat. Ich habe so viele Leute verloren. Ich habe meinen Bruder verloren, alle wissen. Ich habe im Jahr 6 Leute verloren um mich herum. Ich denke an vielen Tod. Ich bin gläubig, gegen Katholik und ich hoffe, dass ich auch, ich glaube an etwas. Aber die Schau von mir ist anders, ist viel eine andere Schau. Okay. Im Inneren, ich bin... Nein, ich aber wieso brauchst du das noch? Oder? Man sieht, ich habe zum Beispiel noch einen Ausschnitt vom Golf. Alles, der Winner. Der Scherer ist dabei. Und alle dabei. Der Winner. Der Baumann ist dabei. Dann, der Wehren dabei. Ja, angeschrieben. Ja, eben. Hat sogar die Schuhe mit, so, der Bändel. Der Stil ist vielleicht nicht ganz optimal. Ich treffe es gut. Geil. Aber eben, geil. Alle. Aber das ist nur der eine Haus. Nein. Erzähl mal vom anderen Haus. Ich kann dir etwas sagen. Wo das Internet kam, ist, jeder Zirkus um meine Person, heute Abend werden 20'000 Leute ins Internet schauen. Mhm. Und ich sehe die riesige Firma und die Leute, die mich dann suchen. Eine Schau, die manchmal nicht ganz die Schau ist. Ich bin manchmal sehr viele Leute. Ich fahre viel über Berge mit dem Velo leiden. Und ich schaue den Vögel zu. Ich bin ein Vogel nah. Mhm. In Genf, in der Villa, wo ich wohne, im Genfersee, sieht mich niemand. Ich komme auch nicht mehr viel um, ich bin nicht mehr viel da. Ich komme auf, du kommst auch ins Gehirn, das ist ganz klar. Ich bin auch gerne gekommen, ich bin stolz, für dich zu sein. Nein. Aber bist du eigentlich im Inneren ein einsamer Mensch?
Ich bin nicht ganz einsam, ja, aber ich bin manchmal sehr traurig. Mhm. Ich träume von der Zeit von früher. Mhm. Meine ganz engen Freunde in Genf sind gestorben. Ich träume meiner Frau, der ersten Frau noch, mein Bruder Alois, meine Schwester Margrit. Es tut mich traurig machen, dass die Leute alle schon gegangen sind. Und dann denkst du, der Nächste bist du. Aber hast du auch gedacht, dass vielleicht ein bisschen falsche Prioritäten gesetzt hast? Eben so die Äußerlichkeit, der Ruhm, der Hause, der es kalt macht überall. Alle werden zahlt von ihm, er macht allen ein Geschenk. Aber dass dir das eigentlich am Schluss nicht genau das bringt, was du brauchst. Schau mal, wenn du dort herkommst, wo ich herkomme, und die Möglichkeit hat, die ich überkomme, dass ich so schnell so sehr reich geworden bin. Und die Leute lieben mich in der Schweiz. Ich habe geredet in St. Gallen, sie geschrieben, Kultfigur. Wenn ich rede 28 Minuten, eine halbe Stunde, die Leute lassen mir zu. Ich habe doch dürfen viel den Leuten weitergeben, meinen Leuten weitergeben. Aber im Inneren ist mir nie, bin ich nie das gewesen, was ich spielen tun. Aber es heisst ja, schau, wie es geht. Aber, ja, aber gut. Aber hast du nicht das Gefühl, dass das eigentlich ein bisschen vergeben hast? Eben da die Suche nach einem wahren Haus? Ich habe viele. Ich bin jetzt ruhiger geworden, aber mit meiner zweiten Frau. Aber ich bin immer unruhig. Mhm. Ich bin nicht alle zwei Monate mal gereist, bin nach Rio geflogen, die Autorennen, ich bin in Südamerika gewesen. Ich musste immer müssen reisen. Ich habe viel vom Leben verpasst mit meiner verdammten Reiserei. Ich habe nicht mehr gelernt, zu essen. Nicht mehr kannst du essen. Und nicht mehr Klavier spielen. Bei der Russen kann Klavier spielen. Ich bin einverschüssig auf einen. Nein, es ist, ich habe viel verpasst. Die Unruhe in mir rein hat mir auch viel, viel Sorgen gemacht im Leben. Hausi, herzlichen Dank. Das ist doch jetzt wirklich auch noch ehrlich und offen gewesen. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Ganz spezielle Person, die wir vielleicht jetzt von einer anderen Seite auch noch kennengelernt haben. Morgen Abend im Club Prostitution anschaffen oder abschaffen. Müssen wir vielleicht den Hausi auch noch da dazu befragen. Aber die Sendung ist jetzt vorbei. Jetzt kommt die Tagesschau. Die Sendung gibt es wieder nächste Woche. Gute Nacht und ganz eine gute Woche.